Seid ihr herzlich willkommen. Was ist sein Plan? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, mit Astrologie 25 Euro und aus der Schweiz 12,50 Euro oder mit Astrologie 27,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und was ist sein Plan? Das schauen wir an. Sein Gegenwart sehen wir hier auf diesem Bild. Er könnte bewegen, aber im Augenblick bleibt er noch stehen. Er ist unbeweglich. Er beobachtet etwas. Und das ist diesem goldenen Taler. Das kann die Finanzen sein, dass er kümmert um die Finanzen, kann sein Beruf, Berufung sein und er schaut seinen eigenen Fähigkeiten an, was hat er zum Bieten. Das könnte auch eine berufliche Veränderung sein oder bedeutet diesem goldenen Taler die inneren Werte. Er schaut gerade an, was ist für ihn wertvoll oder wer ist für ihn wertvoll. Was ist sein Plan? Das zeigt hier dieses Bild. Erstmal entsteht hier ein Hin und Her mit Höhen und Tiefen. Etwas kränkt ihm und er möchte das in Ordnung bringen. Er braucht diese Heilung. Kann auch sein, dass beruflich gerade überfordert ist und ist er krank geschrieben. Oder kann auch bedeuten, er arbeitet in diesem Bereich, weil er Arzt ist oder Heilpraktiker zum Beispiel. Sein Plan ist hier die Heilung. Nicht nur was die Gesundheit betrifft, sondern alles, was ihn gekränkt hat bis jetzt, möchte er in Ordnung bringen. Was steht bei ihm im Mittelpunkt? Dieser Turm kann Ämtern sein oder eine rechtliche Lage. Das möchte er auch in Ordnung bringen. Aber was seinen Gefühlen betrifft, er fühlt sich gefangen in diesem Labyrinth und er sucht einen Ausweg, er sucht eine Lösung und das bedeutet Veränderungen. Einflüsse von außen. Hier befindet sich er auf dieser Brücke und das bedeutet eine Übergangsphase. Etwas hat er schon abgeschlossen und er sucht die neue Ufer. Und er bewegt sich in diese Richtung, aber er hört zu, was andere meinen und das macht ihn zurzeit auch unbeweglich. Er bleibt hier stehen auf dieser Brücke, genauso wie hier bleibt auch stehen. Es geht nichts voran, weil hier diese Münze erscheint, das kann die Finanzen sein oder seine berufliche Situation. Was ändert er sich in sein Leben oder ist er bereit, sich zu verändern? Hier hat er noch Herausforderungen und er kämpft gegen anderen oder kämpft mit sich selbst, soll ich nicht. Aber er läuft nichts davon. Er nimmt es an, diese Herausforderung. Und wie steht er zu dir? Oder welche Schritte macht er in deine Richtung? Hier diese Heilige bedeutet, du oder diese Liebe ist ihm heilig. Außerdem er verspricht etwas und es entspricht auch die Wahrheit. Diese Karte bedeutet auch diese göttliche Energie und das ist schon eine höhere Frequenz und ihr seid energetisch miteinander verbunden. Hat er eine andere Frau?
Es ist die Vergangenheit, die Sommermonate. Kann es sein, dass er im Sommermonaten mit jemand kontaktiert hat? Oder kehrte jemand zurück von Vergangenheit und er wollte hier etwas klären, aber hier die Stäben vorne wie ein Zaun zeigt die Einschränkungen. Eine alte Bekanntschaft oder die Ex-Frau, wo er oder sie hat versucht, etwas zu klären, aber hier sind die Einschränkungen. Kann auch sein, dass diese Frau ihn einschränken möchte, hat Forderungen und will von ihm etwas, aber hier ist dieser Zaun zwischen den beiden. Wie steht er zu dieser Frau? Das hängt alles in der Luft. Oder diese Frau hat etwas ausgelöst, dass er momentan das Gefühl hat, er verliert den sicheren Boden unter seinen Füßen. Und was wird tun in deine Richtung? Das haben wir hier schon gesehen. Aber was verbindet er mit dir? Hier sehen wir diese Liebespaar. Und das heißt, die Liebe verbindet euch und das ist für ihn auch heilig. Was sollst du tun? Sollst du das annehmen oder nicht? Hier die Zahl 10 bedeutet ein Neuanfang, wenn eine neue Periode beginnt in eurem Leben. Hier ist eine Einladung oder die Öffentlichkeit und du sollst warten, bis diese Einladung kommt. Aber vertraue dieser Neuanfang, weil hier erscheinen die Münzen und das bedeutet, du bist für ihn wertvoll. Aber kann auch eine Liebe sein im Arbeitsplatz oder ihr startet etwas Neues gemeinsam, ein gemeinsames Projekt oder eine Tätigkeit. Und die Zukunft ist hier. Wenn du eine Frau bist, dann sollst du hier stehen bleiben und im Vertrauen bleiben. Die Vertrauen, das Fluss des Lebens, weil hier kommt etwas in eine fließende Bewegung. Das Wasser hier zeigt den Reinigungsprozess. Hier klärt sich etwas auf oder symbolisiert auch die Gefühle. Und hier diese Stäben bedeuten die Feuerelement, die Mut, die Kraft, die Leidenschaft. Und dieser Mann erscheint hier im Bild, also er nähert sich zu dir und so kommt alles im Fluss. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.